Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir festgestellt, dass ihr da draußen, ihr schnuckligen Zuschauerinnen und Zuschauer, durchaus Interesse daran habt, wenn Basti ein bisschen mit Dingen zaubert. Und ich meine nicht nur mit irgendwelchen technischen Gegenständen, sondern mit Musik. In erster Linie halt digitaler Musik. Digitale Musik. Naja, alles ist digital heutzutage. Ja, oder nee, stimmt nicht. Aber du spielst aber ganz kurz. Ganz kurz für alle, die glauben, dass Vinyl besser klingt als CD. Oh, ja. Das ist heutzutage so, dass die meisten, oder besser so, sagen wir mal, 98% aller Platten, die veröffentlicht werden, nicht mehr analog, komplett analog gemacht werden. Weil du beim Schneideprozess ein digitales Delay eingebaut hast. Also es wird einmal gewandelt ins Digitale und dann wieder zurück. Okay. Das heißt also, diese ganze Ding, CD kann besser klingen, ist Quatsch. Weil eigentlich kann man tatsächlich sagen, die CD klingt, ist eine Stufe besser. Dislike sehe ich es bei diesem Video und deswegen kommen wir schnell zum eigentlichen Thema. Denn mir ist aufgefallen, dass es im eShop etwas gibt, was mich auf den ersten Moment so überrascht hat. Der eShop, der Nintendo eShop, also der Store von der Nintendo Switch. Und da ist mir nämlich Folgendes über den Weg gelaufen, nämlich Cork Gadget. Ah, schön, Cork Gadget von Nintendo Switch. Music Production Studio. Oh, ich bin ein bisschen neugierig gewesen, weil wer es jetzt nicht weiß, Basti ist tatsächlich ein Musikproduzent und auch ein Musikkünstler. Eine Musikkünstlerin im elektronischen Bereich. Und ich habe mir dieses Ding dann tatsächlich einfach mal spontan gekauft, weil ich mal gucken wollte. Hast du es dir gekauft? Was hast du dafür gezahlt? 34 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Ich habe aber 2,99 € irgendwie Rabatt wegen meinen Nintendo-Punkten blablabla gekriegt. Deswegen habe ich gespart. Aber mich interessiert jetzt natürlich, was Basti als Profi von diesem Gadget, wie es ja Cork selber auch benennt. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, hier habt ihr irgendwie all unsere also wohl mit Sachen machen. Deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal an und ich bin mal tatsächlich gespannt, was du davon hältst. Ja, okay. Also, kann gleich vorneweg sein. Ich habe eigentlich gehofft, dass es vielleicht so eine Art Tutorial oder sowas gibt, wo sie sagen, okay, wir zeigen euch, wie es ein bisschen gibt. Gibt es halt nicht. Es gibt hier das Übliche. Tatsächlich würde ich auch sagen, wir fangen einfach mal mit Create a New Song an. Es gibt diesen Time Limit Mode, wo du dir die Zeit einstellen kannst, wie lange du hast, um einen Song zu machen. Oh, das ist ja spannend. Also, welchen Spieleraspekt? Irgendwie gibt es ja auch einen Multiplayer-Aspekt, wenn du halt mit mehreren Leuten kannst, wo so ein bisschen was machen. Aber interessant ist tatsächlich dies. Okay. Hier wird es interessant, weil ich konnte zum Beispiel nicht einschätzen, sind das jetzt richtige Synthesizer oder sind es jetzt extra gebaute Dinger? Also es verrät schon ein bisschen was, ne? Anhand der Namen. Ja, also zum Beispiel kann man sagen Chicago beispielsweise da oben rechts. Ja. Das sieht mir aus, das steht auch da. Es Straightforward ist eine TB-303. Das ist ein Acid Synthesizer von Roland. Er sieht nicht genauso aus, aber er heißt so und hat die gleiche Farbigkeit und hat so leichte Anleihen. Die Knöpfe sehen so ähnlich aus. Wie das heißt, das sind Imitationen oder Umsetzungen von bekannten Geräten? Ich denke, das sind Software-Imitationen. Dann haben wir da zum Beispiel auch Miami. Das ist irgendwie ein neues Design. Kennt man ja vielleicht Miami Bass. Genau, da steht auch Wobble, Crush. Ja. Genau, das wird so für, ich sag mal Dubstep, Basslines gut sein, denke ich. Okay. Marseille, sieht so ein bisschen aus wie so ein Nexus, den hatten wir auch schon mal. So hier oben, ja. Ja, dann so ein analoger Synthi. Irgend sowas wie Classical Design, voll. Ja, so wie ein CS80 oder so. Yamaha Synthesizer. Okay, aber man erkennt es wieder. Und ein Oberheim, der Phoenix, sehr schön, ja. Und noch ein paar andere Sachen. Ach, der Phoenix, ja. Also. Der Phoenix. Was ist denn Kingston? Wo hast du Kingston? Da ist ein Kingston, ist so ein 8-Bit-Game-Sound. Den können wir auch direkt mal eigentlich auswählen. Oder ich würde mit dem Beat anfangen. Ja, genau. Wir brauchen also irgendwas, was Drums erzeugt. Dann lass uns doch mal einfach mit dem Ding hier an. Nee, das ist ja Bass. Achso, du willst gar keine Bass. Okay, siehst du, weil ich habe tatsächlich jetzt Dinger. Wir können aber. Ja. Den wir noch in Drum-Sound-Modul. So. Finde ich gut. 400 Samples, na, da haben wir ein bisschen Zeit. So sieht das erstmal aus. Okay. Im Kern ist es, glaube ich, relativ schnell verständlich aufgebaut. Wir haben hier die Scenes. In den Scenes setzen wir die einzelnen... Das ist so wie Ableton, ne? Genau, so ein bisschen in dem Bereich und können dann hier immer noch Gadgets oder Synthesizer dazu bauen und dann quasi hier immer noch Szenen dazu bauen. Okay, und die Szenen kann man dann befüllen mit... Die kannst du dann halt komplett individuell befüllen und die Sache, die ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass dir dieses Programm eigentlich kaum was erklärt. Weil das erste... Also es sieht so aus, als müsste man eigentlich touchen drauf, ne? Ja, und das ist das Schöne, du kannst hier tatsächlich immer auf die Gadgets gehen. Ja. Und dann hast du halt hier so diese entsprechenden Sachen und du hast halt hier dann eben auch
noch wirklich einige Möglichkeiten. Und du kannst halt theoretisch auch noch selber welche erstellen und speichern. Also da hast du schon Ach so, weil du die einzelnen Slots mit Samples belegen kannst? Nee, ich kann... Die belegen kann ich die, glaube ich, nicht. Okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, das ist mir irgendwie so, dann kann ich natürlich irgendwie hier... Und das ist tatsächlich sehr cool. Ich drücke quasi und indem ich dann den Controller bewege, neige... kann ich entsprechend da auch noch Sachen einstellen. Das zum einen, und ich kann aber auch noch abseits davon in einem Untermenü quasi die Sounds auch noch einzeln verändern. Da können wir aber dann gleich nochmal zukommen. Okay. Das heißt aber, ich könnte mir hier dann eben die noch einstellen, wie ich sie gerne haben möchte. Die sind wahrscheinlich niemals... Oh, guck mal, hier geht's doch auch schon los. Ah, Effekte, okay. Und das ist dann halt der Mixer nochmal. Ja. Okay, gut, das ist schon mal gut. Gibt es einen Master? Ja, es gibt auch den Mixer, da kann ich dann quasi hier nochmal alles einzeln stellen. Was kann man da oben noch machen? Kann man irgendwas machen? Nee, weil Reverb und Reverb Time. Nee, Reverb und Reverb Time kann ich hier noch einstellen. Ich weiß aber nicht, ob man hier... Nee, hier kann ich auch weiter nichts mehr einstellen. Also das sind erstmal so die Kernsachen. Okay, ja, das sieht ja easy aus. Sieht erstmal easy aus. Das Schöne ist... Also was mein erster Gedanke war, ich mach mal ganz kurz hier die anderen weg, ne? Moment da. Oh, weil die Bedienung ist natürlich ohne Maus ein bisschen anstrengender. Kann man eine Maus anschließen? Nee. Also die hat USB, ich habe es tatsächlich nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist tatsächlich geiler, wenn man das so ein bisschen per Touch auf Nee, per Touch ist leider auch nicht so richtig. Okay. Weil, also du brauchst zum Beispiel, um die Knöpfe zu bewegen, brauchst du halt diese Move-Geschichte. Okay. Also was heißt Move-Geschichte? Brauchst du diesen Handheld-Modus, da funktioniert das eben nicht, wenn die links und rechts sind. Da kannst du zwar Beats bauen, aber wenn es dann ums Feinjustieren geht, brauchst du halt diese Bewegung. Okay. Mein erstes, also das erste Mal Piano dran war, habe ich dann quasi die Dinger so gebaut. Oh. Ja, also dann eben, keine Ahnung. Ja. So, aber das ist natürlich jetzt nicht so richtig geil. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, weil geiler ist es tatsächlich, die so zu bauen. Jetzt siehst du, läuft... Wie hast du Record angestartet? Vielleicht einfach gedrückt. Also Y gedrückt und dann läuft dieser Record-Modus. Und dann siehst du, unten läuft halt immer Szene 1. Da läuft es immer der Achso, dann hast du es eingespielt in Echtzeit. Und dann kann ich quasi machen, weiß ich nicht, wenn man jetzt Ganze... War jetzt voll daneben, aber um das zu zeigen, funktioniert es wunderbar. Ja. Weil ich jetzt aber dann natürlich erreichen kann. Den Modus ist doch cool. Kann ich dann theoretisch die, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie was ganz... Ja, Fall to the Floor, sehr gut. Aber ist natürlich irgendwie nicht so richtig geil. Aber das liegt am Sound, oder? Genau, das liegt am Sound. Das und dann kannst du nämlich, wenn es nämlich immer läuft, kann man ja zum Beispiel dann anfangen, irgendwie ein bisschen was Simpleres zu nehmen. 909, ja, sehr schön. Vielleicht machen wir den ein bisschen langsamer oder sowas? Weiß ich nicht, kann man einen Swing einstellen? Was meinst du? Na, da, wo man das Tempo... Ja, Swing. Achso. Mach mal einen Swing auf 60 schon mal. Was macht denn der Swing? Der Swing, der macht in Zwischennoten, die werden nicht gerade gesetzt. Also okay. Da kommt so ein Swing rein, da musst du hören. Nee, komm, mach mal 122, super. Okay, 122. So, geh mal kurz her, ich will auch mal probieren. Du kannst auch mal gerne. Wie komme ich jetzt zurück? Wie komme ich jetzt in diese auf, wenn Piano Roll? Plus drückst, hast du die vernünftigen Sachen. Du brauchst aber beide Controller tatsächlich. Achso, was mache ich hiermit? Weil damit steuerst du dann letztendlich das. Und wie bestätige ich das? Auf A. Auf welchem A? Diesem A? Ja, alles klar. Das A. Und dann gehe ich, achso, okay. Und wenn du anhalten und stoppen willst, das ist dann Y, das ist dann der. Ja, aber wenn ich jetzt hier... Ja, schön. Haben wir schon mal was? Ja. Das ist doch schon mal was. Cool. Und wie macht man Pause? Das ist jetzt nicht weiter spielt. Also jetzt bist du, weil du in dem Modus bist, geht's gerade nicht, da musst du dann rausgehen. Okay. Also A und jetzt mal Y. Dann hört er auf. So. Das heißt, da hat man jetzt erstmal so ein Standard-Beat. Jetzt wechselst du aber, glaube ich, gerade den. Nee, jetzt habe ich einen neuen hinzugefügt. Achso, genau, okay, gut, dann geht das. Okay, dann kann man mal gucken. Ah, okay, verstehe. Wie komme ich jetzt nochmal zurück? Auch da immer Plus. Immer Plus. Immer Plus, da wechselst du dann so. Dann kannst du die Gadgets, wenn du die wechseln willst, musst du dann halt wieder in dem anderen Menü dann eben machen. Okay, wir sehen hier, wie kann ich jetzt die Tastatur da unten spielen? Nachdem du nach unten gehst. Und jetzt A. Ja. Da kann man schon was machen. Mach mal hier mal schön. Ist der on? Ja, ist er. Und hier kann man... Wäre mal schön, wenn du noch ein bisschen was dazu sagst, weil dann lerne ich direkt. Das ist ein Arpeggio. Den kann man anmachen. Wenn ich ihn ausmache, sollte er nur Einzelnoten abspielen. Ja, okay. Wenn ich ihn anmache, müsste er... Continuous.
Ja. Er spielt jetzt innerhalb von 2 Oktaven, das sieht man hier, bei Range. Innerhalb von 2 Oktaven spielt er die Noten hoch und runter, oder besser gesagt, ja, ab und runter. Up and down, up genau. Und down. Und die Geschwindigkeit ist auf 16, glaube ich. Ja. Wenn man die jetzt verändert. Musst du gedrückt halten, A gedrückt halten und dann drehen mit dem rechten. Achso. Gedrückt halten und dann. Ah, dann das kannst ist ja cool. Ja, ja. Ups, das wollte ich nicht. Du kannst auch, wenn du jetzt den rechten hinteren Button drückst, den da, den hinteren. Den? Ja, drück mal. Dann spielt er randommäßig irgendeine Taste. Das ist halt, wenn du irgendwo jetzt... Ah, okay, da kannst du hören. Ah, das ist schön. Da kannst du ein bisschen... Aber wenn ich jetzt darauf gehe... Und das Schöne ist, wenn man das dann mit Racket macht... Ja, dann wird's aufgenommen. ...nimmt er auch die Veränderungen auf, tatsächlich. Also da hast du dann schon Möglichkeiten, ins Detail dann zu gehen. Das ist ja super. Das ist ein bisschen fisselig. Es ist sehr fisselig, aber man, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat... Also ich habe jetzt, weiß nicht, 3 oder 4 Stunden einfach damit verbracht. Kann man das jetzt machen? Ja, das kannst du auch machen. Wenn ich jetzt Play war... Wenn er war Y? Gehe ich runter. Jawohl. Ganz bisschen leiser. Ja, schön. Kann jetzt ein bisschen langsamer. Ist das schon? Okay, ja, also erstmal so. Ja. Ist doch schon mal ein Start. Also ich finde es tatsächlich sehr fisselig, aber gut. Das ist, glaube ich, also ganz viel Gewöhnung, wie bei allen Sachen natürlich. Aber es ist jetzt natürlich, also ohne was ich schade finde, was ich zumindest interessant gefunden hätte, wenn sie eine Steuerungsoption angeboten hätten, weil da ist ja ein Pointer drin, du kannst ja mit dem Ding auch Pointer letztendlich machen. Das finde ich sehr schön gemacht von Bandai Namco. Ja, ist doch, kann man machen. Okay. Eine Sache, die, wo du gerade fisselig gesagt hast, wenn man das auf dem Handheld selber spielt, also auf der Switch nur mit dem kleinen Bildschirm, da kriegst du schon Probleme, Sachen zu lesen. Ja. Gerade wenn es dann bei den Gadgets die kleinen Sachen sind, das ist echt nicht so angenehm. Also wenn du sagst, man möchte, also ich habe da schon auch Sachen gebaut, einfach so dann nur in dem Modus. Auch das kann Spaß machen, ist aber natürlich, man merkt drauf ausgelegt, eher so zu sein. Okay. Ich will mal irgendwas probieren. Ja, ja. Gucken. Ah. Nee. Oh, das ist... Kann ich den jetzt verschieben? Yes. Ja. Ach, da ist, wenn du kann dann... den verlängern? Ja, kannst du doch, geht. Wenn du den rechten... Ja. Wieder den rechten hinteren drückst. Den? Einmal reicht jetzt, weil da kannst du theoretisch aufziehen und dann kannst du da die Länge zum Beispiel auch machen. Ah, okay. Ah, da muss ich wieder mit dem bestätigen. Und dann kannst du die Länge. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir mal, ob man dann noch irgendwelche anderen Sounds machen kann. Wie komme ich jetzt da wieder raus? Über einmal B. Achso, du musst einmal bestätigen mit A. Genau, jetzt kommst du dann raus. Genau. Ja, schon ein kleiner Ohrwurm. Kleine Überraschung. Oh Gott, das ist ja richtig aufwendig. Okay. Ja, ja, da kannst du jetzt noch richtig anfangen, Kleinigkeiten zu machen. Ja, mit Delay und LFO und okay, ja, das ist halt... Da, weißt du, wenn du, und das ist halt so dieses... Da hätte man gerne ein Tutorial. Genau, weil also es... ein bisschen was, also jetzt, guck mal, jetzt können wir hier sagen, Reverb. Ja, gedrückt halten, wieder aufdrehen. Also ich mach's mal mit Play... Weil ich jetzt hier rüber und kann mehr muten. Ja, ich weiß auch nicht, ob er das da auch übernimmt, wenn du das jetzt abspielen würdest. Wäre interessant. Aber es gibt noch eine andere Sache, wo man noch viele Sachen einstecken kann. Das ist auch cool. Das ist ein netter kleiner Touch. Das ist gut. Okay, ja, also ich weiß nicht, ob ich damit einen ganzen Song kriege, aber ich glaube, es ist auch
Also der Fokus liegt, glaube ich, weniger auf dieser, hier werde ich jetzt einen richtigen Song machen, weil die kannst die Dinger auch nicht so einfach exportieren oder sowas. Da müsstest du dann jetzt mit einem... Achso, du kannst nicht irgendwie internetmäßig das irgendwie hochladen irgendwo? Nee, nicht so richtig. Also du kannst sie halt speichern und dann wäre halt der Trick, wenn du das... Warte mal, wir können mal eine Sache, kann ich dir mal kurz zeigen? Ja, bitte. Oh, ich habe feuchte Pfoten, weil das... Das macht so gar nichts. Moment, jetzt muss ich kurz selber, also weil wir können ja mal ganz kurz hier trotzdem den speichern. Ja, bitte. Ich habe auch schon zwei, drei Sachen gebastelt. Vier. Aber was ich eigentlich... Kann man die verlängern, die Takte? Weil es ist jetzt immer nur ja, das ein ist, Bar. Ja, das ist dann oder? Die andere Sache. Wir können nämlich mal hier, hier den Demosong mal laden. Oh ja, der ist bestimmt cool. Weil, wie gesagt, es gibt Flip-Flop halt... Flip-Flop Gizmo. Ja, wir nehmen einfach mal den direkt. Weil da siehst du dann schon so, okay, wie ist das aufgebaut? Ja. Und das heißt, der Song wäre hier halt, dass er eben dann über diese Szenen halt läuft. Und die Szenen, die kann man nacheinander abspielen oder kann man die auch loopen, die Szenen? Nee, also was im Moment nicht geht, vielleicht wird es noch nachgeliefert, ist, dass du sagst, diese Szene zweimal loopen, dann weitergehen. Dann die vielleicht dreimal loopen, dann weiter. Hier nur einmal, das funktioniert nicht, weil was halt funktioniert. Okay. Okay, aber das sieht man ja. Manche sind schneller durch, genau. Manche gehen langsamer durch. Ja. Also es ist möglich, da längere Takte zu erstellen. Genau, das ist dann, glaube ich, müsste dann diese Geschichte halt sein. Grid, oder? Nee, Move on Screen, das ist falsch. Nee, das ist die Skala. Ich warte mal. Automation. Hier, also wir können gerne mal zeigen. Oh, du kannst aber Automation noch machen. Genau. Das ist es auch nicht. Das aber klingt ja fast so gut wie Vines. Ja, ja. Aber genau, du kannst die von der Länge halt anpassen. Kann man jetzt finden, wie man will. Naja, ich meine, es funktioniert ja anscheinend. Man kann dann... Das erinnert mich ein bisschen an Mario Paint auf dem Super Nintendo. Ja, ich war auch angenehm dran erinnert. Du hast da leider keine Pilze und... Köpfe und so. Ich hätte also so Mario Paint hier auf der Switch hätte ich auch durchaus Interesse daran. Man kann noch mal eine Sache anders angucken. Hier sowas zum Beispiel. Oh, das ist alles mit diesem Computerspiele-Sound gemacht. Und das sind ja auch einige Sachen hier. Also ich sag mal, wenn man die Zeit hat... Kannst du mittendrin mal abspielen, dass man mal hört, wie das klingt. Das ist ja bestimmt wie so ein Computerspiel. Genau, dann sieht man hier aber, dass du die einfach entsprechend lange machen kannst. Ah, das ist ja cool. Dann kann man ja tatsächlich richtige Musik machen. Dann kannst du da richtige Musik machen. Genau, aber das sind Sachen, die du dir echt erarbeiten musst, weil es hier kein Tutorial gibt und keinen Hinweis. Ich habe dann auf der offiziellen Homepage mir halt ein paar Sachen angeguckt und habe dann noch ein paar Sachen entdeckt, die ich einfach nie wusste. Weil ich kann dir zum Beispiel auch nicht sagen, okay, wie können wir jetzt hier einstellen, dass das jetzt deutlich, sind es jetzt mehr Takte dann? Ja, ne? Ja, ja. Klar, so dann irgendwie 3, 4, mehr. 4, 4 sind es dann. Aber das muss dann ja irgendwo hier dann eben auch einstellbar sein. Bar? Ah, da. Ah, hier, also 8 Bars gehen dann theoretisch. Ist, ja, also machen wir 2, das ist ja schon mal doppelt so viel. So, genau. Ah, guck mal, jetzt hat das gleich so zwei. Das ist schon mal gut, weil dann kann man jetzt ein zweites Instrument nehmen, was anders klingt und eine andere und dann eine Antwort spielt. Ja, cool. Ja, wenn du noch mal kurz mit. Aber ich meine, eigentlich ging es mir jetzt ja, und das ist auch das, was so ein Video hier so ein kleines bisschen zum Ziel hat, so ein bisschen zu zeigen, was man machen kann. Und ich mag halt diesen Ansatz von deiner professionellen Seite aus, zu sagen, okay, ey, da sind halt schon Möglichkeiten drin. Weil das ist auch cool. Das ist schon cool, ja. Wenn jetzt nämlich hochgeht. So. Und jetzt haben wir jetzt müssen wir wieder, wie hast du die zwei Bars eingestellt? Dann bist du einmal aufs Menü gegangen, das ist X. Nee, das hast du, glaube ich, Plus gedrückt, du mal nochmal X? Ach, X, ja. X, genau so. Und dann kannst du auf Clipbar und da hatten wir dann zwei eingestellt. Zwei Bars. Genau, und dann könnte man jetzt hier tatsächlich... Kannst du jetzt abspielen lassen und dann... Genau. Was müsstest du denn machen? Ich will das. Achso. Okay. Ja. Ah ja. Ist das mal so? Mal gucken, was das Ding. Achso.
Ja, ja, links und rechts und rechts und links. Aber das ist, wenn man es nicht gewöhnt ist. Okay, dann hast du hier oben die Möglichkeit. Okay, achso. Ich glaube, das sind nur so Sounds, ja. Aber das wäre auch ganz schön, ja. Habe ich immer den ersten. Aber wenn man da schön Echo drunter packt und dann ist tweet, tweet, tweet. Könnte man machen, ja, aber da Echo gibt es. Man kann ein bisschen Hall noch mehr. Okay, ja. Na und man kann, wenn du jetzt nochmal wieder in den Clip selber reingehst, hatte ich auch nochmal gezeigt. Was? Geh nochmal wieder in den, den du gerade gemacht hast, rein, ja. Da rein. Und jetzt nochmal X drücken und dann unten. Ganz unten gibt es diese Automation. Ah ja, genau. Und da sind ja auch nochmal sehr, sehr schön viele Dinge drin. So, und den... Okay, da müsste man jetzt natürlich wissen, was für Effekte es gibt. Ja, und dann da... Dann man hier rein und dann guckt man, da sind irgendwo Effekte. Effekt Options gibt es direkt dann rechts da. Ah, guck mal. Und du hast gesagt, ein Delay. Ja, ein BPM-Delay. Guck mal. Da. So. Ja, das hast du das Delay da. Cool. Sehr schön. Siehst du. Also, es scheint so zu sein, ohne dass wir uns jetzt richtig krass richtig damit beschäftigt haben, dass man eigentlich fast alles, was man so auf den ersten Blick vielleicht machen möchte, machen könnte. Möglicherweise. Ja, ich war also, ne? Ups. Ah, okay. Auch geil. Das ist natürlich viel, viel rumprobieren, ne? Ja, es ist irgendwie, sieht mir gerade zu, wie ich ja. Da... Aber warte, ich will mal gucken, gibt es da noch irgendwelche Journalist Acoustics East Coast Evergreen? Das klingt interessant. Was haben wir hier? Okay. Ich will nur... Okay. Ach, da ist der Effekt dann auch direkt schon drauf. Ja, das finde ich auch ganz... Nee. Okay. Ja. Jetzt können wir gucken. Ja. Wäre natürlich spannend, ob man die einzelnen Lautstärken und die einzelnen Dinger machen kann. Ja, kannst du im Gadget. Also jetzt bist du ja im Master, aber du willst ja... Achso, okay. Dann müsstest du jetzt... Ah, ich könnte jetzt... Ah, okay, weil jetzt können wir mal kurz die Steps durchgehen. Das ist cool. Ja, da könnte man sich auf jeden Fall reinarbeiten. Kann man sich reinarbeiten. Ich bin jetzt auch gerade, wo noch so zwei, drei Sachen gefunden habe und auch deine deine Meinung gefunden habe. Da lohnt sich ja vielleicht so eine Switch zu kaufen. Das war eigentlich mein Gedanke, dir einfach dieses Ding mehr und mehr reinzubringen. Mhm. Weil das habe ich da zum Beispiel gestern Abend irgendwie um 11:30 noch mal kurz reingucken wollte. Also schon. Einfach nur so ein Hey, das war so ein Intro-Jingle. Nicht schlecht, hör mal. Ja, warte mal, ich will mal ganz kurz, muss mal kurz und jetzt, die Loop warte, wieder. Nee, nicht die Loop, machen wir nochmal ohne Loop bitte. Achso, das ist übrigens. Warte mal, jetzt sagen wir mal. Du kannst und ja jetzt die. Nee, ich will nur den letzten Ding nochmal haben. Achso. Also das, was du gerade hattest. Und jetzt die Nachrichten mit Mats Leutner. Hallo und herzlich willkommen zu den. Und nicht schlecht, hast recht. Ja, das war gut. Voll gut eigentlich. Ja, cool, das soll es dann aber eigentlich auch schon gewesen sein. Das wollte halt einfach mal präsentieren. Weil ich tatsächlich für mich gemerkt habe, weil immer, wenn wir hier sitzen, denke ich, eigentlich hätte ich auch Bock auf sowas, aber ich weiß, ich habe einfach keine Zeit, mich in der Art und Weise damit zu beschäftigen, dass ich irgendwie dazu komme, da was zu basteln. Deswegen war ich ganz interessiert daran, zu gucken, ob es sowas im kleineren Rahmen, spielerischen Rahmen, wo man sich zumindest so ein bisschen Wissen anarbeiten kann, anspielen kann, in Anführungszeichen. Und das kann man ja schon so ein bisschen. Ja. Ohne dass man dann vielleicht danach direkt eine professionelle Software aufmacht und denkt, ach Mensch, jetzt weiß ich ja genau, wie es geht. Aber zumindest um so ein Gefühl für bestimmte Sachen zu kriegen und zu gucken, okay, hier würde ich dann vielleicht ein Delay auf das Echo deswegen, ein Delay auf das Echo setzen, Delay auf die Snare setzen, weil und so. Vielleicht ist das ein ganz, ganz gutes Ding. Ja, ich find's gut. Ich weiß nicht, ob, wie viel, 32 Euro? 32 Euro, ja. Plus du müsstest ja auch noch eine Switch kaufen. Ja, okay. Und das,
wäre natürlich nicht ganz so günstig dann in diesem Sinne. Ja, aber auch 32 Euro für so viele Sounds und so, da scheint man ja, also gerade wenn man nur elektronische Musik machen will und nicht jetzt irgendwie noch Stimme aufnehmen. Ja, das stimmt, weil das ist ja noch die andere Geschichte. Ich meine, man kann theoretisch, wenn du einen Song gebastelt hast, den so wie wir dann eben capturen. Ja. Aber dann kannst du danach nachträglich nicht mehr so viel verändern, sag ich mal. Das, schöner Beat. Ist, tja, in diesem Sinne, Kork. Mal gucken, wenn ihr bei Patreon uns unterstützt, dann könnte ich mir vielleicht so ein Ding selber kaufen. So, ja. Oder wir schenken Basti mal so eins zu Weihnachten, da freut er sich vielleicht. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Gute Nacht. Tschüss.